BK sind auf dem Weg zur Rakete. Verstanden. Der Transport steht bereit. Wie geht es euch allen? Gut. Super geschlafen. Das war ja klar. Du nicht? Doch. Klar. Und ihr zwei? Gut. Ja, gut. Gut. Auf geht's. Kein Zurück mehr. Nope. Wisst ihr, was mich noch beschäftigt? Was? Wieso dürfen wir besser leben als die Leute aus dem Elendsviertel? Wie kann das sein? Reine Wahrscheinlichkeit. Geografisch und demografisch. Zur rechten Zeit am rechten Ort geboren. Die leider nicht. Stimmt. Sie scheinen wirklich nicht zu wollen, dass wir gehen. Nein. Wenn man bedenkt, wie viel sie... Wow. Alles okay? Ja. Hab mich nur erschreckt. Sind die verrückt? Es ist keinem geholfen, wenn sie uns verletzen. Verstehen sie denn nicht, dass wir sie nur retten wollen? Diese Leute bleiben auf der MPT-Warteliste, bis sie irgendwann sterben. Wenn ihr sehen würdet, was die WSA investiert, um uns vier ins All zu schicken, ihr werdet auch wütend. Sie verstehen es nicht. Aber wenn die Archen hier sind, werden sie es. Oder nicht. Vielleicht doch. Und das wäre toll, aber ihr versprecht was, das vielleicht nicht passieren wird. Selbst wenn wir die Archen zurückbringen. Es quillet Hoffnung in unserer Brust. So sehe ich es jedenfalls. Alexander Pope. Verbannt und mattlos irrt der matte Geist. Webt eine bessere Zukunft. Sieh einer an, du Hobbypoet. So bin ich. Hübsch von innen wie von außen. Okay. Seht euch diesen Ausblick an. Wow. Immer wieder beeindruckend, oder? Schade, dass sie nicht ganz gelungen ist. Was? So knapp wie die Materialien sind, ist es ein Wunder, dass dieses Ding überhaupt hier ist. Hättest du uns bei der Vorbereitung nicht sagen können, dass wir zweite Klasse fliegen? Ihr solltet euch keine Sorgen machen. Außer ganz kurz vor dem Start. Nur fair ist euch jetzt zu sagen. Klar, klar. Wenn Claire glaubt, dass sie die Mission übersteht, dann sollten wir ihr vertrauen. Ich glaube, die Zephyr 3 wird die Mission problemlos bewältigen. Man merkt erst, wie hoch es wirklich ist, wenn man... Ja.
Startsequenz eingeleitet. Opera Team, hier Bodenkontrolle. Prüft noch einmal eure Systeme. Roger, BK. Kommunikationsprüfung. Bereit. 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 Cap, Systemcheck. Sauerstoff? Sauerstoff bereit. Flug? Flug bereit. Navigation? Navigation bereit. Bodenstartsequenz? Bodenstartsequenz bereit. Treibstoff? Treibstoff bereit. Flüssigsauerstoff? Flüssigsauerstoff bereit. Energie? Energie bereit. Startsequenzfunktionen? Startsequenzfunktion bereit. Treibstoffladung? Sind bereit. Brian, Luftabdichtung und Zusammensetzung im Cockpit? Abdichtung und Luftzusammensetzung sind bereit. Brennstoffzellen-Thermoaufbereitung? Aufbereitung bereit. Cat, Strongback einfahren. Strongback erfolgreich eingefahren. Sarah, Leitungen lüften. Leitungen gelüftet und bereit. Starte automatische Bodenstartsequenz. Sequenz gestartet. Cap, Orbitalzugriffsarm. Orbitalzugriffsarm eingefahren. Roger, starte Hilfsaggregate. Aggregate sind bereit. Roger, fahre sauerstoffarm ein. Sauber eingefahren. Opera Team, Visiere runter. Bereit. 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 Cat, Transfer auf autonome Energie. Schubdüsen bereit. Schubdüsen bereit. Sind startklar. Auf geht's. Und wir heben ab.
der zweiten Phase. Bereit. Zweite Phase zündet. Los geht's, Opera Team. Eine große Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Schatz, hast du Philosophie-Zitate für die ganze Reise eingeplant? So etwa 5 am Tag. Ah, gut. Ich zeig dir was Cooles. Komm zu den Fluchtkapseln. Gut, oder? Prima. Von Lao Tzu, wie? Dachte zuerst an ein kleiner Schritt. Oh, wow. Alte Schule, ja. Hm? Siehst aufgeregt aus. Du siehst nie aufgeregt aus. Wird bloß nicht frech. Ich war so sparsam wie möglich beim Design dieses Schiffs, doch ein wenig Geld wollte ich dann doch noch ausgeben. Für ein Fenster. Mach mir das nicht kaputt. Sorry. Sieh mal. Dafür tun wir das alles. Oder, Cat? Stimmt, da hast du recht. Sarah und Ryan leben sich wohl in ihrer Kapsel ein. Ich gehe wieder ins Cockpit. Bin gleich da. Opera
sei ehrlich. Bist du mit Claire je so weit vom Haus entfernt gewesen? Nein. Dann ist das hoffentlich eine schöne Überraschung. Mir nach, Moonbear. Weißt du, wie man das nennt? Kaugummi-Koralle. Nicht wahr! Doch wahr. Sieht überhaupt nicht wie Kaugummi aus. Naja, also als sie den Namen bekommen hat, vermutlich schon. Wie willst du sie umbenennen? Kackkoralle? Natürlich, was frage ich auch. Übrigens, Mom ist auch gern getaucht. Nach Daddys Ausbildung sind wir immer zusammen tauchen gegangen. Ausbildung fürs All? Ja, genau dieselbe Ausbildung, die ich dir jetzt gebe. Cool. Ja. Dad, warum ist es unter Wasser so dreckig? Ja, ich fürchte, das waren wir, Moonbear. Unmöglich. Ich werfe nie etwas ins Wasser. Naja, also ich meine, viele andere Menschen aber schon. Sehr bedauerlich. Ich mach's sauber, damit das Wasser wieder schön ist. Naja, dafür kommen wir so 50 bis 80 Jahre zu spät, fürchte ich. Okay, wir sind fast da. Guck mal. Willst du ins All? Hast du es nicht auch gehört? Doch, ich bin im Cockpit und suche nach dem Problem. Kommst du her? Klar. Ich muss mir den Schaden erstmal ansehen, alles einschätzen, erstatte dann Bericht. Verstanden. Hat es die Düsen erwischt? Wahrscheinlich. Checkst du die Diagnose? Ich mache mich bereit. Warte, warte. Lass mich mal. Sieh mal, ich brauche da draußen praktische Erfahrung. Von allen möglichen Einsätzen ist dieser doch recht sicher, oder? Also, ich könnte ja mal ganz beiläufig einfach alle meine Bewertungen im Außeneinsatz aufzählen. Nein, das passt schon. Ich denke... Es waren 94. Bei mir 95. Na siehst du kannst viel besser mit Zahlen. Behalte die Diagnose im Blick. Gut. Sei aber sehr vorsichtig. Wir sind noch im Orbit. Achte auf Trümmer. Verstanden. Geh zur Luftschleuse. Ich leite dich an. Habe ich schon, Claire. Passt alles. Du hast sie aber nicht richtig überprüft. Claire, keine Sorge. Okay. Verlasse die Schleuse. Wow. Ja. Wo kommt das denn alles her? Satelliten, Trümmer von der Mission, sogar Teile von Sarahs Station. Der Pearson-Raumstation? Als Rolf den Vorfall auf der Mondmission überlebt hat? Mhm. Welch Ehre. Komisch, sich deswegen geehrt zu fühlen. Aber zum Wichtigen, was siehst du? Haben die Schubdüsen was abbekommen? In der Schubdüse steckt ein großes Trümmerteil. Vielleicht von der Raumstation? Okay. Ist die Hülle am Fuß der Schubdüse beschädigt? Sah schon besser aus, hält aber noch. Gut. Was ist mit den Rohren um die Düse? Ziemlich verbogen. Okay.
Die müssen weg, wenn die Düse halbwegs normal arbeiten soll. Hat die Düse noch Strom? Hat sie. Schalte die Stromzufuhr ab, bevor du etwas anfasst. Da ist ein großer Knopf. Drück ihn einfach und dann los. Okay. Und achte auf die Brennstoffkanister. Wenn du einen davon erwischst, pass einfach auf. Wie sehen die aus? Die großen gelben. Siehst du? Ich sehe sie. Keine Sorge, ich passe auf. Wie ein Luchs. Wie ein Luchs. Okay. Schalt den Strom ab und entferne die Trümmer. Alles klar. Fertig. Okay, gut gemacht. Schalt den Strom wieder an. Ich mache einen Check. Bin dran. Strom wieder an. Diagnose läuft. Alles im Lot. Okay, gut gemacht, Cat. Geh wieder rein. Vorsichtig. Ja. Ja, Claire. Auf geht's.
Jahrhunderter verbaut. Das Ding ist wirklich uralt. Oh, jedenfalls wirst du das Leben auf dem Mond lieben, Schatz. Wirklich? Auf jeden Fall. Man kann jederzeit in der geringen Schwerkraft spielen und es gibt keine Schule. Cool. Also, du bekommst natürlich auch dort eine Art Unterricht. Warte, diese Einheit hatte noch Drucktüren? Wie alt ist sie denn? Jetzt? Was war das? Selbe Schubdüse. Wie schlimm ist es? Sehr, Claire. Eine kaputte Düse bringt uns vom Kurs ab. Ich zieh mich um. Ich mach das. Hab keinen Topo mehr. Nein, viel zu gefährlich. Claire, wir müssen uns beeilen. Ich gehe. Bitte sei vorsichtig. Ich begleite dich aus dem Cockpit. Verstanden. Sie ist schwer beschädigt. Sagt die Diagnose auch. Du musst sie rausschneiden. Bist du sicher? In diesem Zustand ist sie eine Gefahr für das Schiff. Verstanden. Schalte erst den Strom ab. Ja, das geht von hier aus nicht. Okay. Du musst das Stromkabel der Düse durchtrennen. Siehst du sofort. Geschafft.
aus. Jetzt kommt das Komplizierte. Du musst die Düse entfernen. Langsam, vorsichtig. Verstanden. Komm hier rüber! Der Wald wirkt jetzt dichter im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Das ist leider unmöglich. Deshalb habe ich wirkt gesagt. Und er ist trotzdem schön. Er war sogar noch schöner. Und eines Tages kann er wieder so schön werden. Vielleicht. Vielleicht. Alles okay? Ich war nur lange nicht hier. Das ist alles. Bist du traurig? Nein, nein, alles okay. Schön, dass wir Zeit miteinander verbringen können, bevor du gehst. Mädels! Wir sind fast da. Gehen wir weiter. Komm schon. Weiter. Dad, erzählst du zu Ende? Ach ja, also, wo war ich? Ja, genau. Okay, also Mom hat eine Freundin auf einer Verbindungsparty besucht. Was ist denn das? Das ist wie eine Geburtstagsparty, nur ohne Geschenke und mit Alkohol. Das klingt dämlich. Das stimmt. Bin auch nie gern hingegangen. Aber es war gut, dass ich bei dieser war. Ich habe deine Mom nur angestarrt. Dann kam sie zu mir rüber und fragte, warum ich nicht tanze. Und warum nicht? Du weißt ja, wie das aussieht.
Ich habe ihr gesagt, dass ich und Tanzen einfach nicht zusammenpassen. Und ich hatte recht. Was ist passiert? Ich habe ihr Glas aus der Hand geschlagen, weil ich wild herumgefuchtelt habe. Dabei ist ein Splitter in ihrem Bein gelandet. Dann war überall Blut. Und dann mussten wir schnell in die Notaufnahme. Oh, großer Gott. Bis zu unserer Hochzeit habe ich dann nicht mehr getanzt. Aber warum hat Mami sich dann in dich verliebt? Das weiß ich beim besten Willen nicht, Liebling. Wow. Cool, oder? Wer war das? Dad. Schön, dass das noch hier ist. Claire und ich sind hier immer geklettert. Warum durfte ich nicht? Du warst noch etwas zu jung. Bist du noch? Okay, Mondbär, hol deine Ausrüstung. Oh ja. Mission beginnt. Prüft Systeme. rechter Fuß. So, genau wie die Kletterwand zu Hause. Nur diesmal benutzt du diese tollen Klauendinger. linker Fuß. Wenn du es an der Wand bis ganz nach oben schaffst, bist du einen Schritt näher am Mond. Dad? Ja? Gibt es viele Kletterwände auf dem Mond? Nein. Doch, wer zum Mond will, braucht ein Abzeichen. Fast so wie dein Pfadfinderabzeichen. Warum ein Kletterabzeichen? Nun, es ist so. Angenommen, beim Flug zum Mond müssen wir eine Notlandung machen und aus der Rakete rausklettern. Dann schaffst du es und findest wieder heim. Kann da etwa was schiefgehen? Nein, nein, nein. Die sind sehr sicher gebaut. Ist doch wahr, stimmt's, Claire? Da geht schon nichts schief, Kathy. Versprochen. Also gut. Wir sind startklar. Bereit oder nicht? Los. Hau jeden Eispickel so hart rein, wie du kannst. Einen nach dem anderen. Genau so. Erst eine, dann die andere. Klasse, Mondbär! Wir fliegen zum Mond! Bist du aufgeregt? Juhu! Okay. Vorsichtig runterklettern, okay, Mondbär? Was ist los? Das ist völlig irre. Das verstehst du, oder? Sag mir, dass du das verstehst. Ich finde das nicht irre. Sie ist nur ein Kind. Der Mond ist kein Profi. Und dieses harte Training, das sie durchläuft, klingeln da keine Alarmglocken? Komm schon, der Mond ist völlig sicher. Sicher? Metallkisten auf der Oberfläche und einer hauchdünnen Atmosphäre. Und das ist sicher? Gerade du solltest wissen, wie sicher diese Kisten Schön. Sind. Ich sage es anders. Wie kannst du das Risiko eingehen, Kathy auf den Mond zu schicken? Sie könnte doch auf der Erde bleiben. Du weißt doch, was mit unserem Planeten geschieht. Schon vergessen? Wir haben dieselben WMO-Berichte gelesen, Nachrichten geschaut und du weißt, was passiert ist. B.
Bitte, komm, komm mit uns. Nein, wag es. Komm schon, Claire. Ich hasse dich. Für das alles. Ich hasse dich. Komm, tun wir die Ausrüstung weg. Warum will Claire nicht mit uns kommen? Sie will. Keine Sorge, sie kommt schon mit. Dann sind wir zusammen? Ja. Lass uns heimgehen. Du musst dich vor deiner Prüfung morgen ausruhen.